Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin wieder da mit dem nächsten Part von Phoenix Wright Justice Fall. Wir befragen jetzt den Zeugen weiter. Blablablub. Ja. Upala. Anklicke. Euer Ehren, die Aussage des Zeugen ergibt keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass der Zeuge nach einem Telefon suchen musste. Was erlaubst du dir? Sie können nicht einfach ungeheuerliche Behauptungen aufstellen. Wo ist der Beweis? Nun, ja, natürlich. Dieser Beweis sollte wohl reichen, denke ich. In Ordnung, dann legen Sie mal Ihr Beweis vor. Bitte legen Sie den Beweis vor, dass der Zeuge kein Telefonzelle suchen musste. Klappe halten in billigen Plätzen. Foto. Ja, mein Schatz hat gesagt, Foto suchen. Und hier ist das Foto von der Telefonzelle. Der Opfer liegt genau da und wo. Wieso? Präsentiert. Ist das eigentlich. Es ist eigentlich ganz einfach. Sehen Sie sich das bitte mal an. Das Tatortfoto. Gibt es ein Problem damit? Gibt es damit ein Problem? Ach, das Foto selbst ist völlig unwichtig. Wenn Sie das jedoch angesehen haben und mir nicht folgen können, haben Sie ein Problem. Nein. Es ist eine Telefonzelle. Das stimmt. Der Zeuge hätte gerade mal 3 Schritte machen müssen. Herr Wellington, warum haben Sie nicht das Telefon benutzt, das direkt vor Ihrer Nase war? Wie er schon guckt. Blöder Schatz. Nee, ich lieb ihn. Ruhe! Was beweisen Sie denn damit, dass der Verbrechen. Dass das Verbrechen etwas verspätet gemeldet wurde? Der Zeuge kann nicht erklären, was er in diesen 17 Minuten gemacht hat. Das ist Grund genug, Zweifel an seinem Aussage zu haben. Ja. Das stimmt nur allzu sehr. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen, Zeuge? Dann wette ich, dass dieses Handy wirklich seins ist, Nick. Er muss Dustin getötet haben, um das Handy zurückzubekommen. Aber Maggie hat gesagt, dass sie es zurückgegeben wollte. Deshalb hatte er keinen Grund, dies deswegen zu töten. Upala. Und darüber hinaus haben wir das Handy noch, das sie gefunden hat. Aber falls es er nicht sein Handy gesucht hat, er hat vielleicht nach etwas anderem gesucht. Hat er? Herr Wright. Ja, euer. Möchten Sie dem Gericht vielleicht Ihre Überlegungen mitteilen? Haben Sie eine Erklärung dafür, was der Zeuge in diesen 17 Minuten getan hat? Nein, habe ich nicht. Ja, habe ich. Ja, habe ich. Oder nein, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt einfach nur gedrückt. Ich bin so doof. Ich hasse Gerichtsspiele. Nein, ich liebe sie. Dieses Spiel ist so cool. Sorry, Leute, dass ich hier so blöd rede. Es gibt nur eine mögliche Erklärung. Herr Wright, bitte gucken Sie nicht in meinen Bericht herum. Oh, Entschuldigung. Na schön, dann wollen wir Ihre Erklärung mal hören. Seien Sie allerdings gewarnt, dass Sie im Fall einer nicht überzeugten Erklärung bestraft werden. Denken Sie also gründlich nach, ehe Sie etwas vorlegen, Herr Wright. Ja, euer... Ich hätte wohl nicht sagen sollen, dass es nur eine Möglichkeit gäbe. Legen Sie dann Gericht dieses Beweisstück vor, das folgende beantwortet. Warum hat der Zeuge die Polizei nicht sofort angerufen? Was? Deine Brille? Hör auf, mir zu helfen! Nee. Kannst du ruhig helfen. Dann machen wir mal das, was mein Schatz gesagt hat. Sorry, Leute, ich wollte es blind spielen, aber egal. Nimm das! Herr Wellington! Was? Tu das nicht! Ich hätte beinahe einen Herzinfarkt erlitten! Bitte sterben Sie nicht im Gerichtssaal.
Das ist eine Brille, richtig? Ah, wo hast du die gefunden? Ich glaube, das Gericht hat gehört, was sie gerade gestanden haben. Dass diese Brille tatsächlich ihnen gehört. Ich werde Ihnen sagen, wo sie gefunden wurde, Herr Wellington. Diese Brille wurde unter der Leiche des Opfers gefunden. Unter der Leiche des Opfers? Ich hoffe, es leckt nicht. Ruhe, Ruhe, Gerichtssaal! So, jetzt hat er es gesagt und ich hatte es schon vorher gesagt. Ruhe, Ruhe! Moment mal, halt! Ich habe nichts gestanden oder bestätigt. Euer Ehren, ich denke, die Antwort ist doch ganz eindeutig. Als Dustin Price fiel, griff er sich die Brille des Täters. Der Täter wusste, dass er seine Brille finden musste und suchte sie verzweifelt. Er merkte nur nicht, dass sie sich unter der Leiche des Opfers befand. Und deswegen brauchte er 17 Minuten, um diesen Anruf zu machen. Ich will es mal epic machen. Epic. Herr Wright, bezichtigen Sie? Bezichten Sie den Zeugen, Zeugen der eigentliche Mörder zu sein? Natürlich, genau das tue ich. Ich versuche irgendwie so blöd zu reden, wie ich will. Ich weiß, dass ich recht habe. Er ist tatsächlich der Mörder. Hast du das gelöst, Nick? Was hat sie? Mehr oder weniger. Sieht so aus, als wäre dieses Handy doch der Schlüssel zu diesem Fall. Wie auch immer, das ist jetzt die Chance, diesen Typen über Bord zu werfen. Ich werde ihn mit nur einem Schuss versenken. Ja! Ja, wie ich mich gerade angehört habe. Es ist so aufregend, dich wieder bei der Arbeit zu sehen. Irgendwie bin ich jetzt wieder ganz so wie früher. Jetzt kommt's drauf an, es steht auf des Messers Schneide. Das ist der Moment, auf dem ich gewartet habe. Epic! Ruhe, Ruhe! Hat irgendjemand was gesagt? Hä? Euer Aaron, der Verteidiger macht dieses Gericht lächerlich. Ohne solide Begründungen beschuldigt er den Zeugen, den Mörder zu sein. Ja, das stimmt. Ich bin kein Verbrecher. Dieser drittklassige Schwindler von einem Anwalt. Warum betrachten wir das Ganze nicht einfach aus einer anderen Perspektive? Wir würden gern Ihre Erklärung hören, warum Sie nicht der Mörder sind. Das ist einfach, zum Beispiel, das ist der Name, den das Opfer schrieb. Was ist damit? Ach, Sie meinen den Namen Maggie? Ja, selbst Idioten wie du kann das lesen, oder? Aber wir wissen doch bereits, dass das Opfer nicht geschrieben hat. Schließlich schreibt sich der Name der Angeklagten M-A-G-G-I-Y und das Opfer war Linkshändler. Sie behaupten also, um den Angeklagten die Schuld zuzuschieben, schrieb der wahre Mörder ihren Namen mit der rechten Hand des Opfers auf den Boden. Aber, würden das nicht heißen, dass der wahre Täter jemand wäre, den der Angeklagte kannte? Wie hätte dieser Person sonst wissen können, dass ihr Name Maggie war? Das ist ein gutes Argument. Ach, das ist ein gutes Argument. Oh, mein blöder Richter. Der Zeuge kannte Frau Bright vor dem Prozess nicht einmal. Ah, das hatte ich vergessen. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass dieser Idiot Maggie Namen schon kannte? Es gibt keine Möglichkeit. Es gibt eine Möglichkeit. Das Handy! Halt Maul. Nicht ihr Leute, sondern mein. Ihr wisst schon wen. Es wäre am besten, wenn ich beweisen könnte, dass der Zeuge eine Möglichkeit hatte, eine Erfahrung zu bringen, dass der Name der Angeklagten Maggie ist. Tja, würde die Verteidigung bitte ihre Argumenten vorbringen? Woher hätte der Zeuge den Namen der Angeklagten kennen können? Das Handy natürlich!
Nimm das! Herr Wellington, Sie hatten am Tag des Mordes Ihr Handy nicht dabei, oder? Was wäre denn, wenn ich es nicht dabei hätte? Als Sie bemerkten, dass Sie es verloren hatten, haben Sie da getan? Was haben Sie da getan? Sorry, Leute. Was ich getan habe, haben Sie nicht versucht, es zu finden, indem Sie es anriefen? Woher, wie hast du... Halt, Bro! Euer Ehr, diese Fragen haben nichts mit dem... Abgelehnt, abgelehnt. Herr Wright, wohin soll diese Richtung denn der Befragung führen? Glauben Sie, dass zwischen dem Handy der Zeugen und dem Mord eine Verbindung besteht? Das glaube ich, euer Ehren. Am Tag des Mordes hob Maggie Bright im Park ein verlorenes Handy auf. Und sie wurde vom Besitzer des Handys angerufen. Oh mein Gott, der Klingelton. Ich hasse diesen Klingelton. Ich hab Gänsehaut bekommen. Hallo? Ach, danke schön. Ich habe mein Handy schon gesucht. Ist das Ihres? Ach, da bin ich aber froh. Wir können uns treffen. Ich gebe es Ihnen. Ich würde gleich dort sein. Tut mir leid, ich habe den Namen nicht verstanden. Sagen Sie einfach Maggie zu mir. Maggie kann ich auch sagen, Maggie. Nee. Dabei haben Sie erfahren, dass sie Maggie heißt. Aber Sie haben einen fatalen Fehler gemacht. Einen fatalen Fehler. Der Name der Angeklagten ist Maggie, aber auf dem Boden stand Maggie von den Simpsons. Zu diesem Fehler konnte es nur kommen, wenn man den Namen der nur gehört hatte. Sorry, ich muss irgendwie diese Geräusche machen. Ruhe, Ruhe! Alles, Bro, aber euer Ehren, der Zeuge hat kein Motiv. Und was wollen Sie damit sagen? Das ist ganz einfach, euer Ehren. Man bringt in der Regel niemand ohne Grund um. Herr Wellington hätte keinen Grund, jemand umzubringen. Das stimmt genau, ich habe kein Motiv. Herr Freud, euer Ehren, können Sie erklären, welches Motiv der Zeuge gehabt haben könnte? Das ist ganz einfach, euer Ehren. Bist du dir sicher, Nick? Wenn ich gesagt hätte, dass ich keine Erklärung dafür habe, wäre der Prozess vorbei. Nun ja, aber... Nun, dann legen Sie diesen Gerichtsbeweis vor, dass der Zeuge ein Motiv hatte. Motiv? Maus? Sorry, ich benutze meine Namensliste. Namensliste? Kann ich meinen Schatz in den Arsch schlagen? Eine Liste von Schwindlern mit Telefonnummern, die auf dem Handy waren, das Maggie fand. Aha, okay, mein Schatz ist blöd. Nimm das! Hier ist das Motiv von Herrn Wellington. Was ist das? Eine Liste. Diese Telefonnummern wurden im Speicher des Handys gefunden, das die Angeklagte fand. Wir haben ermittelt, dass die Leute in dieser Liste zu einer gewissen Gruppe gehört. Du hast all diese Nummern überprüft. Du hast alle überprüft? Natürlich! Diese Telefonnummern waren auf dem Handy gespeichert. Die Namen und Nummern gehörten Personen, die zu einer Gruppe von Schwindlern gehören. Was? Schwindler? Können Sie uns erklären, wie diese Nummern auf Ihr Handy gelangten, Herr Wellington? Das ist skandalös. Ein Einbruch in meine Privatsphäre. Sich Nummern aus dem Telefon eines anderen rauszusuchen, das ist schlimmer als Mord. Du bist ein Polizist, du störst die... Blöder Typ. Ich hasse diesen Typ, der redet zu viel. Das ist von keinem Interesse, Herr Wellington. Diesen Arsch. Ich will von Ihnen nur hören, wie diese Listen zustande gekommen ist. Kann
Kannst du dir vorstellen, was es heißt, so... Es heißt, so gebildet zu sein wie ich? Euer Ehren, das ist... Der Zeuge wird in unzulässiger Weise unter Druck gesetzt. Einspruch abgelehnt. Herr Wright, worauf wollen Sie hinaus? Warum sollte der Zeuge die Nummern einer Gruppe Schwindlern besitzen? Ist das nicht offensichtlich? Der Zeuge ist... Das sehen wir im nächsten Part, Leute. Bye, bye. Safe state und tschüss. Adios, amigos. Bye, bye.